dem ist vollumfänglich zuzustimmen. Am Anfang war totale Verwirrung. Wir dachten alle, wir müssen jetzt Chlorhuhn essen und es kommen fürchterliche Schiedsgerichte, irgend so ein Kram. Bis wir jetzt anfangen, sozusagen in die Versachlichung der Debatte einzusteigen. Und dazu müssen wir, das machen wir auch heute Abend hier mit Ihnen, das Gespräch suchen, damit Sie fragen können und wir das beantworten. Welche Gefahren sehen Sie, wenn TTIP realisiert wird für die Standards, die Umweltstandards in Europa? Es ist natürlich so, dass in Amerika die Ölforderung oder dieses Schiefergas, was wir da haben, natürlich unter Förderbedingungen vonstatten geht, die wir hier so nicht akzeptieren würden. Ich bin vom Klapperfront. Meine Frage richtet sich an Herrn Graf Lambsdorff. Wird REACH in irgendeiner Weise verbessert durch die Implementierung von TTIP? REACH ist das europäische Regelwerk für den Umgang mit Chemikalien bei uns auf dem Kontinent. Kein Produkt von draußen kommt rein, das nicht in irgendeiner Form REACH-kompatibel ist, also unter REACH zugelassen werden kann. Ich habe das nachgeguckt, REACH ist von vornherein von der gegenseitigen Anerkennung ausgenommen. Ist Ihnen bekannt, dass der normale Zoll für Pkw in den USA nur bei 2,5% liegt? Ich bitte Sie, Herr Lambsdorff, was wollen Sie denn da noch absenken? Der Porsche, ob der in den USA 100.000 Dollar kostet oder 102.500, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie dadurch die Exporte steigern werden? Ich habe am Anfang gesagt, im Durchschnitt sind die Zölle niedrig. Für ganz viele Produktgruppen wird sich durch TTIP bei der Zollfrage nicht irgendwas Neues ändern. Aber für diejenigen, bei denen es eben noch so hoch ist, da wird sich massiv was ändern. Die werden profitieren. Unternehmer reden ungern über eigene Zahlen, aber was würde das sozusagen für Sie bedeuten, wenn die Handelshemmnisse, die Sie noch vorhanden sind und die Sie im Moment anstecken, fallen würden? Also das ist eine halbe Arbeitskraft. Also das können Sie, die verdienen ungefähr 50 in dem Bereich, das ist ja Verwaltung, 50.000 Euro Jahresgehalt brutto, die Hälfte davon würde ich einsparen. Okay, das war genau nach außen. Wenn TTIP da ist, dann ist es unverrückbar und unveränderbar und läuft. Es gibt keine Exit-Klausel, wie man aus TTIP je wieder rauskommt. Also ich bin jetzt gerade gekommen aus Brüssel, du weißt, wir haben das über Twitter schon ausgetauscht. Da hat die Cecilia Malmström, das ist die Handelskommissarin, gerade vorgestellt, eine Reform zur Verbesserung dieses Investitionsschutzes, damit da mehr Vertrauen entsteht. Und da ist zum Beispiel drin, dass wir sagen wollen, die Richter werden nach einem bestimmten Verfahren berufen, das transparent ist, sodass Interessenkonflikte ausgeschaltet werden können. Und ganz wichtig, für mich jedenfalls ganz wichtig, eine Forderung, die wir auch im Handelsausschuss schon seit einiger Zeit haben, dass es eine Berufungsinstanz gibt. Dass also die Schiedsgerichte zunächst mal, das sind immer einer vom Unternehmen, einer vom Staat und dann ein Neutraler, ne, die müssen was ausmachen. Aber wenn es dann einer Seite nicht passt, war es bisher so, egal, das galt dann. Das war dann rechtskräftig. Es gab keine Berufungsmöglichkeit. Und diese Berufungsmöglichkeit, die soll jetzt eingerichtet werden, das halte ich zum Beispiel für eine gute Sache, weil so ein Berufungsgericht muss dann öffentlich tagen. Danke Ihnen aber vor allem schon mal hier für das, engagierte Panel sozusagen. Und Sie brauchen wirklich mehr als Twitter und Zunder als Kopf.